Und durch diese Korrespondenz hatten Sie auch das Gefühl, die sind sich näher gekommen. Das heißt, Franzosen und Deutsche, eigentlich sind die sich ja ganz ähnlich. Ich hatte durch die Korrespondenz und insbesondere auch durch die schnelle und nachdrückliche Einladung meines französischen Brieffreundes, in die Champagne doch zu kommen, hatte ich das Gefühl, dass gute Voraussetzungen für ein gemeinsame, zum Beispiel für eine gemeinsame Sommerferienzeit gegeben sind. Und so bin ich 1962, als ich sag mal noch keine großen Urlaubsreisen von Neckermann oder anderen Urlaubsveranstaltern zur Auswahl standen, bin ich einfach mit dem Fahrrad rund knapp 600 Kilometer vom Siegerland über 4, 5 Etappen, Bonn, Aachen, Lüttich, Namur, Reims und dann bis nach Paris geradelt und habe Paris zum ersten Mal mit dem Fahrrad kennengelernt. Bin bei meinem Freund auf Zwischenstationen ungefähr 100 Kilometer östlich von Paris natürlich hauptsächlich abgestiegen und gewesen. Und dann war die Aufnahme bei ihm in der Familie. Er hatte noch zwei Brüder und eine sehr nette Familie. Der Vater war Leiter des örtlichen Krankenhauses. Dann war die Aufnahme so herzlich und intensiv, dass wir also uns, ja Gott, gegenseitig im nächsten Jahr gleich wieder eingeladen haben. Und dann haben wir auch gemeinsame Ferien außerhalb von Champagne oder hier in Deutschland war vor allen Dingen Rheintal, die Lorelei. Das wollte jeder Franzose eigentlich, der uns besucht hat, der wollte als erstes die Lorelei sehen. Und so haben wir eben festgestellt, dass wir da viele gemeinsame Interessen haben. Haben dann, wie das so im Lebenslauf üblich ist, unsere Studenten- und Ausbildungsphase angeschlossen und haben uns nach der Ausbildungsphase wieder getroffen, als wir als junge Angestellte gerade die erste Stelle hatten. Und dann haben wir eine sehr amüsante Entdeckung gemacht. Unsere Frauen hatten nämlich beide am selben Tag Geburtstag. Das war also, ohne dass wir das koordiniert hatten oder in irgendeiner Weise auch mal nur besprochen hatten, das war eine große und nette Überraschung, als man dann sich kennenlernte und dann sagt, ja, ja, und Geburtstag ist an dem Datum, ja, das Datum ist bei uns auch Geburtstag. Und dann, so war die, ich sag mal, irgendwo die Duplizität der Entscheidungsfindung auch ein Punkt, dass man sagen konnte, ja, wir haben uns auch unausgesprochen immer auf der gleichen Wellenlänge bewegt. Ne?